Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Sextalk-Video. Heute soll es darum gehen, um diese Vorstellung von Sexualität, die in Erotikromanen rübergebracht wird, im Gegensatz zur wirklichen Realität. Dieser ganze Hype um diese Erotikromane fing damals an mit 50 Shades of Grey. Ich habe das Buch damals angefangen zu lesen und ich fand es ganz, ganz, ganz doch schrecklich. Einfach, weil es wenn man jetzt mal von den ganzen Sexszenen weggeht, war es einfach ein grottiges Buch. Also es war total schlecht geschrieben. Damit fing es schon an und ich konnte irgendwann nicht mehr weiterlesen, weil diese ständigen Wiederholungen, die Autorin schrieb dann immer meine innere Göttin, das kam ständig vor, es hat mich einfach nur genervt. Und ich habe auch keins der anderen Bücher gelesen. Nichtsdestotrotz habe ich die Kinofilme gesehen. Also die Geschichte an sich gefällt mir schon und nicht umsonst gab es diesen Hype, aber es war einfach schlecht geschrieben. Und dann ging das ja so weiter. Dann kamen plötzlich diese ganzen Erotikromane wie so eine Flut auf diesen Buchmarkt. Meistens waren das ja auch mehrteilige Serien. Und ich habe versucht, Erotikromane zu finden, die mir gefallen hatten. Was sehr schwierig war. Und irgendwann mit der Zeit habe ich festgestellt, dass die Geschichte eigentlich immer dieselbe ist. Ein junges Mädchen, meistens sexuell sehr, sehr unerfahren, gerne auch noch Jungfrau, sehr ruhig, sehr schüchtern, einfach sehr blass gezeichnet, ne? Also kleidet sich nicht sehr spektakulär. So ist meistens der weibliche Hauptcharakter, trifft auf einen Bad Boy, der halt sexuell extrem erfahren ist, meistens irgendwelche sexuellen Praktiken vollführt, wie zum Beispiel SM, 50 Shades of Grey, das zieht sich auch bei ganz vielen anderen Büchern so durch. Und die kommen halt zueinander und merken dann halt ganz, ganz schnell, dass das so nicht funktioniert, weil die Frau halt doch was anderes will als der Mann. Dann trennen sie sich, merken, sie können nicht ohne einander und dann kommen sie wieder zusammen. Und das ist eigentlich immer so dasselbe Prinzip. Klar, die Geschichte drumherum ist immer noch so ein bisschen anders verpackt, aber das Prinzip ist dasselbe und das gefällt mir nicht. Es ist einfach so realitätsfern. Es geht schon damit los, dass so ein Mädchen eher Angst vor so einem Typen hätte, als sich ihm an den Hals zu werfen. Und genau auf der anderen Seite, so ein Kerl sucht doch nicht nach so einem Mädchen. Überhaupt doch gar nicht. Also in den seltensten Fällen gehe ich davon aus. Dann lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, diese ganzen sexuellen Praktiken, SM ganz vorneweg bei 50 Shades of Grey, halt auch so dieses dominante und devote Verhalten, das ist nicht in jedem Haushalt und damit in jedem Bett von uns gegeben. Also das sind spezielle Vorlieben und das ist nicht was, was die breite Masse anspricht. Ich glaube, warum viele Frauen das lesen, ist einfach, weil es mal was anderes ist, weil es halt sehr ausgefallener Sex ist. Natürlich ist es nicht dieser Standardsex, den die meisten einfach von uns haben. Ich glaube, viele Frauen, die sexuell unerfüllt sind, lesen auch diese Bücher und bekommen dann eine ganz, ganz falsche Vorstellung von Sex. Also die denken dann, Sex muss so sein. Sie brauchen so einen Mann, der sie da so heranführt und sie müssen diese sexuellen Praktiken vollführen, um überhaupt einen Orgasmus beispielsweise zu haben oder aufregenden Sex zu haben. Und dann stellen sie vielleicht ihren Partner in Frage, weil der ihnen das nicht bieten kann. Oder sie stellen sich selbst in Frage, weil sie vielleicht gar nicht Neigungen in diese Richtung haben und das überhaupt nicht schön finden. Also es wird ein völlig falsches Bild eigentlich gezeigt. Und wenn man wirklich davon ausgeht, dass dieser Großteil dieser Erotikromane und gerade auch die, die halt sehr gerne gelesen werden, also sehr viel verkauft werden, halt das darstellen, dann frage ich mich, was das für Frauen bedeutet, die sowas dann wirklich lesen. Ich muss sagen, ich habe mich davon halt nie angesprochen gefühlt, weil es irgendwo dasselbe war und weil das einfach eine Geschichte, die dort erzählt wurde, eine Alltagsgeschichte, die auf mein Leben nicht zutrifft und ich habe mich da nie verglichen und ich habe mich auch nie in diesen Büchern wiedergefunden. Das hat zum einen natürlich was damit zu tun, dass ich dieses dominante, devote ganz, ganz schlimm finde. Es ist gar nichts für mich. Ich akzeptiere jeden, der das toll findet. Aber für mich ist das überhaupt gar nichts, sich so extrem, extrem unterwürfig dem anderen gegenüber zu verhalten. Dann halte ich auch nichts von Schmerzen vor, beim oder nach Sex. Und deswegen hat mich das nie angesprochen, aber ich glaube, es vermittelt ein völlig falsches Bild davon, wie Sex ist, wie Sex erfüllend ist oder ja, wie man zu erfüllendem Sex einfach kommt. Und irgendwann, war weiter auf der Suche, weil Erotikromane haben mich trotzdem irgendwo interessiert, habe ich dann zum Glück eine Buchreihe gefunden, die das Ganze realistischer darstellt. Und zwar ist die Reihe von Carla
Grün. Carla ist eine ganz grandiose Autorin. Und das hier ist der erste Teil, Splitterfaser süß, was Julias Nachbarin nicht ahnte. Und das hier ist der zweite Teil, Splitterfaser weiß, was Marions Nachbarin begehrte. Und das Schöne an diesen Büchern, die verlinke ich euch auch unten in der Infobox, das Schöne an diesen Büchern ist einfach, dass es, wenn man jetzt von Erotikromanen ganz allgemein ausgeht, am ehesten noch an der Realität dran ist. Da werden halt mehrere verschiedene Geschichten erzählt, wie man das auch von großen Hollywood-Filmen kennt, wo dann die Personen irgendwo immer miteinander was zu tun haben, sich das Ganze irgendwo verbandelt. Und da werden halt die erotischen Erlebnisse dieser Person dargestellt. Und vieles davon kann ich mir wirklich so vorstellen. Nicht immer, dass die Frauen natürlich mega genial Orgasmen haben, aber zum Beispiel wie der eine Mann, der seine Frau betrügt oder die Frau, die ihren Mann betrügt. Und dann auch so mal das Hintergrundgeschehen und man selber hinterfragt das Ganze dann. Also es scheint ja immer so, dass es bei Männern okay ist und bei Frauen halt so gar nicht geht, wenn sie ihre sexuellen Gelüste irgendwo anders ausleben. Ich habe diese Bücher geliebt und das waren auch die einzigen, die ich bisher gelesen habe, die mich A, begeistert haben und wo ich B, fand, dass sie einigermaßen an der Realität dran waren. Wie lerne ich einen neuen sexuellen Partner kennen? Wie entwickelt sich das Ganze dann? Wo und wie hat man Sex, wenn man fremd geht? Wie ist das wirklich? Und hier kommt, natürlich haben hier die Leute auch an ausgefalleneren Orten zum Beispiel Sex. Aber hier ist nicht so dieses klassische, irgendjemand wird angebunden, ausgepeitscht, er hat zu sagen, wie viel sie wann zu essen hat oder so, das findet halt einfach nicht statt. Und das hat mir so gut gefallen, weil es einfach viel näher an der Realität dran ist. Und ich finde, Frauen sollten das lesen, um einfach ein besseres Gefühl zum Sex zu bekommen. Weil diese ganzen, also diese Erotikromane, die halt in den Bestsellerlisten stehen. Ich finde, die vermitteln ein falsches Bild davon, wie wir als Frau zu sein haben und wie wir an guten Sex kommen. Und das finde ich schade, weil es gibt wirklich so viele Frauen da draußen, die sich an sowas eine Meinung bilden. Ich bin nicht so, aber ich glaube, es gibt da draußen viele Frauen, die sowas lesen und dann wirklich ihr eigenes Leben, ihre eigene Persönlichkeit, ihren Partner, ihr Sexleben komplett in Frage stellen. Dabei sind diese Bücher so extreme Fiktion. Also das hier kommt wenigstens noch so ein bisschen an die Realität dran. Aber das ist so extreme Fiktion. Und viele schauen da aber und vergleichen und wollen dann genau das haben und können es aber nicht haben, weil es ist nun mal Fiktion. Es wäre genauso, wenn ich mir wirklich ernsthaft wünschen würde, dass da halt eine Eule in mein Fenster fliegt und mir meinen Hogwarts-Brief bringt. Das ist genau dasselbe. Und das finde ich schlimm. Das wird halt so extrem groß gepusht und man weiß im Endeffekt gar nicht, was das mit den Frauen macht, die das wirklich lesen. Gerade wahrscheinlich auch Hausfrauen, die vielleicht keinen Sex mehr haben, keinen guten Sex mehr haben, die verkriechen sich dann in ihre Bücher, anstatt wirklich mal ernsthaft mit ihrem Partner zu reden. Mir fehlt das und das, ich wünsche mir das und das, wie können wir das zusammen umsetzen? Und das finde ich schade. Deswegen, wenn ihr mal gute Erotikromane lesen wollt, dann diese hier. Und von diesem ganz anderen Mist würde ich euch eher abraten. Es sei denn, euch gefällt das, ja, kann natürlich auch sein zur Ablenkung, wenn ihr das wirklich gut auseinanderhalten könnt, was ist denn Realität und was ist Fiktion. Mich würde jetzt natürlich eure Meinung zu diesem Thema sehr interessieren. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare. Ihr dürft mir gerne auch Erotikromane empfehlen, die ihr auch gut findet. Ihr wisst ja jetzt, was ich mag und was ich nicht mag. Und wir sehen uns ganz bald wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!